Mein Gast heute Abend ist der erfolgreichste unter den jüngeren Regisseuren in Deutschland. Lola Rent, ein Erfolg auf der ganzen Welt. Dann Filme wie Der Krieger und die Kaiserin oder vor ein paar Jahren Winterschläfer. Und jetzt bei uns im Kino Heaven. Herzlich willkommen, Tom Tykwer. Ich habe das extra mal gesagt, weil das fällt immer so im allgemeinen Lola-Rent-Fieber, ja? Fällt das immer so weg, Winterschläfer zum Beispiel. Ich finde, das war ein toller Film. Stimmt, das kommt jetzt irgendwie in den Kritiken, taucht es jetzt gerne wieder auf, dass das immer schon alle gewusst haben. Und dann bin ich immer, dann habe ich ganz genau mir gemerkt, wer damals den Film nämlich eigentlich nicht mochte. Ja. Und dann jetzt sagte er, das wäre doch eigentlich der bessere Film. Aber ich habe damals zum Beispiel auch wirklich gute Kritiken gelesen über Winterschläfer. Ja, ja, nee, nee. Gab es. Also auch in großen Zeitungen. Ja, ja. Was natürlich mich, also ich habe das jetzt mal so salopp gesagt, das ist so ein Bein jetzt in Hollywood mit Heaven. Ja, aber es ist ja eigentlich richtig. Ja gut, ich meine, der Film wurde nicht da gedreht, deswegen ist das im Grunde immer so ein bisschen zwiespältig. Also der ist halt finanziert worden und sozusagen im Grunde auf uns zugekommen, der Film aus Hollywood, das stimmt. Ja. Also, was mich natürlich da fasziniert, ist diese berühmte Firma Miramax, die zum Beispiel Pulp Fiction gemacht hat, ja, mit den beiden dicken Brüdern Weinstein. Sind die beide in der Firma drin? Ja, ja, wobei den einen sieht man fast nicht. Man sieht eigentlich, der eine ist, glaube ich, gar, der andere ist gar nicht so dick, den habe ich auch nie getroffen. Wie heißt der, Max? Oder wie? Bob. Bob. Bob Weinstein ist der so ein bisschen im Hintergrund ist. Ja. Der macht auch so ein bisschen die Filme, die so, der macht mehr so Sachen so wie Scream und so Sachen, wo Geld eingefahren wird. Ich glaube damit, ja, wobei ich glaube, die verdienen auch unheimlich viel Geld mit den Sachen, die sie sozusagen gerne präsentieren. Das ist aber eher Harvey, der ist sehr voluminös. Und sieht so ein bisschen aus wie, der könnte so in so Martin Scorsese-Filmen immer den Mafia-Boss spielen. Und er macht jetzt auch, glaube ich, diesen Film von Scorsese, Gangs of New York, oder? Verliert, habe ich gelesen, was mir gut gefallen hat, $1 Million pro Tag bei den Dreharbeiten. Weil es brennt, wo es nicht brennen soll, da wo es brennen soll, brennt es nicht und so weiter. Und haben Sie auch was gehört? Das hat mich sehr fasziniert. Das war nur, wir haben ja auch in Italien gedreht, Heaven, und das war eigentlich gleichzeitig, der Dreh war gleichzeitig zu dem Dreh von Scorsese, was unheimlich gut war, weil dadurch eigentlich Harvey Weinstein nie Zeit hatte, sich um uns zu kümmern, weil wir sozusagen, wir waren so der kleine, der Hintergrundfilm, eigentlich so die Nebensache. Und da ging halt ständig die Welt unter. Und die haben auch in Italien gedreht und wir haben immer nur gehört, dass die haben halt in Cinecittà, in diesem riesigen Studio, glaube ich, komplett absurderweise New York nachgebaut. Toll. Aber na, ich habe gelesen, es kam George Lucas rüber und hat gesagt, Marty zu Scorsese, das können wir alles heute im Computer machen, genauso gut und viel billiger. Also kommt nicht in Frage, es wird alles aufgebaut. Ja, jede Türklinke, jedes Waschbecken, alles. Ja, die haben auch dann so, die Treppenstufen sind alle so, das hat mir der Michael Ballhaus erzählt, der Kameramann, hat ein deutscher Kamera gemacht bei dem Film, dass die Treppenstufen auch alle so abgehobelt werden, damit man wirklich sieht, dass sie schon 20 Jahre benutzt worden sind. Fantastisch, und dann wird das richtig. Dante Ferretti ist der Ausstatter, ist ein absoluter super Künstler. Also das Beste vom Besten, das spricht ja für die Brüder Weinstein, dass sie den Humor haben, zu sagen, schon wieder eine Million weg heute. Die haben ja auch zum Beispiel gemacht Shakespeare in Love, oder? Ja. Aber die haben richtig Geld auch verdient. Ja, ja, es wird, die sind ja so ein bisschen berüchtigt als irgendwie ein bisschen monströs und die fressen die Filmemacher alle auf. Aber was man ja immer sagen muss, das sind ja Leute, also speziell Harvey ist ja jemand, der sich vorgenommen hat, mit anspruchsvollen oder sogar eigentlich Sachen, die normalerweise überhaupt nicht mehr ein breites Publikum finden, ganz viel Geld zu verdienen und dafür alles gibt. Also der ist auch völlig besessen, der ist wirklich manisch da drin, das auch zu bekommen. Also wenn er das nicht kriegt, dann wiederum wird er auch sehr aggressiv. Und das ist, glaube ich, die Seite, vor der sich die Leute auch fürchten. Haben Sie die erlebt, die aggressive Seite? Die haben wir konkret erlebt sogar, weil wir, als wir in Toronto die sozusagen internationale Premiere von Lola Rent haben, was so ein bisschen ja für uns der Film war, der, also für X-Filme, die Produktionsfirma, mit der ich zusammen bin, so der internationale Durchbruch irgendwie war. Und in Toronto wurde der Film zum ersten Mal aufgeführt und dann plötzlich standen 25.000 Leute aus, also überwiegend Amerikaner von den Verleihern Schlange und wollten unbedingt mit uns diskutieren und das war natürlich für uns extrem überfordernd und auch ein bisschen aufregend. Aber wir haben uns dann für einen Verleih entschieden, den wir halt inhaltlich ganz toll fanden. Aber Miramax hatte auch ein Angebot abgegeben und die setzen dann eigentlich voraus, wenn sie ein Angebot abgeben, dass sie das auch kriegen, weil es ja Miramax. Ja. Dann haben wir so gesagt, nee, das wollen wir jetzt doch nicht machen. Und dann ist der völlig, nee, er flog dann, er kam erst eingeflogen und er ist komplett ausgerastet. Privatjet? Und hat uns dann, ja, der hat so ein, der hat auch dann meistens das ganze Hotel für sich oder so. Und dann wurden wir zu dem geholt und dann dachte ich schon, oh Gott, warum sollen wir denn jetzt noch hingehen? Wir wollen doch jetzt erstmal nicht und so. Und dann war im Grunde die Audienz nur dazu da, um sich komplett eine halbe Stunde anschreien zu lassen, wie man das überhaupt wagen könnte. Und er würde uns und ganz Deutschland verklagen jetzt, weil er Lola Rent nicht kriegt. Und erstmal habe ich natürlich mich, ich war sauer dann, weil ich das unmöglich fand. Ich kannte den ja gar nicht. Ja. Und der
schreit einen erstmal an. Und dann habe ich halt zurückgebrüllt und dann bin ich mit Stefan Arndt, wir waren da zusammen so ein bisschen eingeschüchtert, sind wir ganz stolz aufgestanden, sind rausgerannt, haben gesagt, das lassen wir uns nicht bieten. Und dann ist er so Terminator-mäßig hinter uns her, hat den Aufzug wieder aufgerissen und uns da rausgezerrt. Also der ist ja auch so und ja, das ist auch sehr gruselig, ist auch noch größer als Sie. Ja. Also wirklich, und aber viermal so breit und dann steht man da so und hat so ein narbiges Gesicht, das ist schon ein bisschen klischee-mäßig. Aber das Tolle ist, dass es ja nur darum ging, also ich meine, das war ja Leidenschaft, der wollte ja den Film haben. Das ja. war nicht, der wollte ja uns nichts tun, also doch ja. dann schon, aber nur weil er den Film nicht kriegte. Und er fand den Film so toll und das ja. ist natürlich etwas, was man durchaus auch, also ich meine, das vermisst man ja hier eher. Also ja. diese Art von völliger entgleister Euphorie. Toll, und jetzt klappt es, die Zusammenarbeit an dem Film, war die dann eher... Ja, das ist ja der Witz, das ist dann so, dann hat er irgendwann gemerkt, so gut, den kriege ich jetzt nicht und dann, also nachdem er uns vorher eigentlich noch abschlachten und anschließend verklagen wollte, hat er dann am nächsten Morgen angerufen, jetzt sollten wir doch mal sprechen, was wir dann in Zukunft zusammen machen können. Und da war alles unheimlich nett und dann haben wir sofort, lag sofort ein Drehbuch da und ja. 1000 schöne Ideen und ganz viele leckere Sachen auf den Tisch gestellt. Das ist halt, also vorher haben wir wirklich gedacht, mit dem reden wir nie wieder und ja. das ist für immer, ist leider schon die wichtigste Geschäftsbeziehung. Verbindung nach Amerika zerstört. Und am nächsten Morgen war alles gut und ein Jahr später haben wir gedreht. Und Lola Rent war natürlich also das, wo auch international dann, ich meine, gut Geld verdient wurde und die große Aufmerksamkeit da war, ne? Ja, es war schon der Film, der natürlich sowas ermöglicht hat, dass wir dann diese Beziehung so aufbauen konnten, in denen halt auch mal andere Projekte auf uns zukamen, die natürlich sehr interessant waren, also wie Heaven zum Beispiel. Heaven ja. war ja ein Film, den ist ja der erste Film, den ich gemacht habe, wo ich nicht das Drehbuch geschrieben habe, wo das alles von außen erstmal kam, aber wo das Tolle im Grunde war, dass die ja uns angesprochen haben, weil sie unsere Filme kannten und weil sie gesagt haben, das ist was, da können wir eine ganz bestimmte Handschrift bekommen, die zu dem Projekt toll passen würde. Und insofern war es dann eben nicht so, wie natürlich man dann auch vermuten kann, könnte oder wie, glaube ich, auch viele geglaubt haben, dass dann da irgend so ein monströses amerikanisches Imperium über einem sitzt und einem im Grunde nur sagt, was wir tun sollen, sondern im Gegenteil, der Film wurde in Italien gedreht. X-Filme, also die Produktion, hat eigentlich durchgeführt und die haben im Grunde eigentlich nur bezahlt, also zwei Drittel des Films und haben uns eigentlich komplett in Ruhe gelassen. Es ist einfach so, der Film Heaven, den man im Kino jetzt sieht, der ist exakt genau der Film, den ich machen wollte und nicht ein Film, der jetzt von Harvey Weinstein so zurechtgeschnitten ja. wurde oder so, im Gegenteil. Und ich glaube, jeder, der den Film sieht, kann sich auch nicht so richtig vorstellen, dass das jetzt so die Kopfgeburt eines kommerzhysterischen Hollywood-Produzenten ist. Also, wir zeigen einen Ausschnitt, Heaven mit Kate Blanchett in der Hauptrolle. Allora ci rivolgeremo a te. Sì, proprio così. Questo cambia tutto. 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14. Tja, wie das wohl ausgeht, das können Sie im Kino sehen. Ja? Also, das ist schon irgendwie eine tolle Sache, auch mit so einem internationalen Star wie Cate Blanchett dann zu arbeiten, oder? Ja, wobei man ja, wie soll ich sagen, also das war natürlich toll, weil das war meine absolute Traumbesetzung. Ich wollte ja. sie unbedingt haben, sie war auch die erste, die ich im Kopf hatte und das war dann auch ganz einfach. Ihr haben das Drehbuch geschickt und sie hat auch sofort zugesagt, das ging alles wie von selber. Aber man muss natürlich sagen, also eine tolle Schauspielerin ist, also abgesehen davon, dass es immer individuell ist, ist natürlich immer gut, egal aus welchem Land sie kommt und ob sie jetzt ein Hollywoodstar oder nicht ist, ja. macht in der Arbeit konkret dann ja eigentlich überhaupt keinen Unterschied. Also es war jetzt natürlich individuell anders, aber es war jetzt auch nicht von der Erfüllung her was Außergewöhnlicheres, als zum Beispiel mit Franka zu drehen. Ja, so. Ja, das denke ich mir. Aber man hat dann wahrscheinlich doch so, oder zumindest in der Vorstellung, wie kommt man da ran und sind die zivil ja. und sind da 50 Manager drumherum und. Ja, ja, das ist ehrlich gesagt wirklich erstaunlich gewesen. Das ging ganz einfach und die ist auch selber gar nicht so, die will das auch gar nicht so. Ja. Die will gar nicht so einen Hofstaat da irgendwie haben. Die fliegt dann auch alleine ein und wir haben uns dann in Düsseldorf
Düsseldorf getroffen, weil das irgendwie der nächstliegende Flughafen war. Und dann geht man da halt Kaffee trinken und unterhält sich. Und die macht dann auch jetzt nicht, will jetzt nicht 30 Limousinen erstmal irgendwie da vorfahren lassen. Was ist das mit den Simpsons? Das haben Sie zufällig entdeckt oder wie? Ja, das ist völlig, für mich völlig irre gewesen. Ich nehme, man wurde so, es gab so ein Gerücht, dass ja, da was ist. Und also Simpsons, ich meine, das ist sozusagen die konsensfähigste aller Serien, glaube ich. Also selbst ich gucke nicht so viele Serien, aber die sind wirklich toll. Und ich habe dann irgendwann gehört, dass die eine Lola-Rent-Folge gemacht haben und habe dann gedacht, was soll denn das heißen, eine Lola-Rent-Folge? Und es ist wohl, ich habe die jetzt gesehen und das Irre ist halt, dass die wirklich nicht nur mal so vorkommt, ja, irgendwie so eine Idee von Lola-Rent, sondern es ist ganz konkret, die Musik ist von uns, also von dem Film und die ganze Struktur des Films ist im Grunde ein richtiges, ja, wie soll ich, eine Art Remake. Es, ja, ist ein richtig, also es ist eine Hommage, also was sozusagen, eigentlich brauchen wir jetzt keinen Oscar mehr zu gewinnen, weil das ist ja eigentlich eben, weil ich ja bei den Simpsons. Wir zeigen da auch mal einen kurzen Ausschnitt. Die Simpsons und Lola Rent. Oh nein, jemand hat mein Fahrrad genommen. Ah, Mom, du musst mich in die Schule fahren. Jetzt aber nicht, wie ab ins Krankenhaus. Ja, das ist aber wirklich, da brauchen wir da nichts mehr. Ja? Herzlichen Dank, viel Erfolg bis zum nächsten Film. Heaven heißt der Film, meine Damen und Herren, Tom Tykwer. Morgen Abend bei uns die...